Jo, liebe Leute da draußen, Onkel Zock hier am Start. Ich zeige euch heute einen Money Glitch, GTA 5 Money Glitch, wie ihr Fahrzeug verdoppeln könnt und das verkaufen könnt und dann richtig Cash verdienen könnt. Leider dürfen wir weiterhin noch kein Videomaterial veröffentlichen über GTA Glitches, da uns Rockstar sonst striken würde und unser YouTube-Kanal irgendwann gesperrt wird. Und deswegen haben wir uns als YouTuber irgendwie eine andere Methode gesucht und ich hoffe, es wird euch diese Methode auf jeden Fall weiterhelfen. Ich habe das jetzt so gemacht, wie es bei mir auch geklappt hat. Ich hoffe, es klappt bei euch auch und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Lasst auch einen Kommentar da und lasst uns gegen Rockstar ankämpfen. Also den Kampf wollen wir als YouTuber nicht verlieren, weil wir haben das mit Leidenschaften gemacht, mit diesen ganzen GTA-Glitches und ich beschreibe das ganz gut. Wichtig, Voraussetzung also, ihr braucht einen weiteren Spieler. Zweitens, egal welche Garage. Drittens, ein Fahrzeug unter 50.000 Dollar. Dazu ein Tipp, nehmt ein Panto und mods den richtig auf, das wird in dem Fall dann Auto Nummer 1 sein. Mindestens einen Rebellen in eure Garage, wenn ihr zum Beispiel 3 Pantos verdoppeln wollt, braucht ihr auch dazu dann 3 Rebellfahrzeuge in eure Garage, das wird dann das Auto Nummer 2 sein. Die Garage muss voll sein, wichtig, die Garage muss voll sein. Das habe ich jetzt hier nicht reingefügt, sorry Leute. Und ein weiteres persönliches Fahrzeug, Auto Nummer 3 wird das sein. So geht's. Erstens, Fahrzeugzugang auf niemand einstellen, also dass keiner in das Fahrzeug einsteigen kann, wichtig. Zweitens, jetzt fährt ihr mit dem Auto Nummer 3 aus der Garage raus, euer persönliches Fahrzeug. Drittens, draußen muss dein Freund, dein Mitspieler an deinem Fahrzeug unterbrochen auf die Dreiecktaste drücken, wichtig, und nicht aufhören. Viertens, jetzt steigt ihr aus eurem Auto raus und geht zu Fuß in die Garage, wichtig, euer Mitspieler drückt weiterhin auf die Dreiecktaste. Fünftens, fahrt jetzt mit dem Auto Nummer 1 aus der Garage raus. Sechster Schritt, steigt jetzt aus dem Auto Nummer 1 aus und geht wieder in die Garage zu Fuß, also zu Fuß wieder in die Garage rein. Siebtens, jetzt fährt ihr mit dem Auto Nummer 2 aus der Garage raus. Siebtens, jetzt fährt ihr mit Auto Nummer 2 aus der Garage raus, habe ich gerade schon gesagt, sorry Leute, so. Zum Schluss steigt ihr in das Auto Nummer 1 ein, also in den aufgemotzten Fahrzeug und fährt damit wieder in die Garage rein. Hat der Glitch geklappt, sollte das Fahrzeug verdoppelt sein und ihr könnt es am Ende dann verkaufen. Hat dir das Video geholfen und hat es bei dir geklappt, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar unter dem Video darunter. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe mich echt bemüht. Also bei mir hat das wirklich reibungslos geklappt. Ich würde mich sehr freuen über eure Feedbacks und bitte nicht irgendwie erst kommentieren, wenn ihr das gar nicht getestet habt. Einfach mal testen und sagt Bescheid. Also lest euch hier am besten durch, vielleicht habe ich mich irgendwie ein bisschen verplappert. Aber ja, ich gucke mal noch weitere Methoden, wie ich das noch besser erklären kann in Zukunft. Euer Onkel Zocker.